Knapp 19.000 Wahlberechtigte sind in der Stadt Burg und den 6 Ortschaften am 9. Juni aufgerufen, einen neuen Stadtrat zu wählen. Nicht nur die Kandidaten der Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelbewerber laufen sich derzeit warm. Auch die Volksstimme möchte mit Spitzenkandidaten und Bürgern ins Gespräch kommen. Und zwar in Form der Serie Talk am See, direkt am lauschigen Ufer des Flickschuhteiches. Unsere Frage an die AfD lautet: Was sind die kommunalpolitischen Schwerpunkte in den folgenden 5 Jahren in der Stadt Burg? Ja, wir als AfD-Fraktion nehmen uns für den nächsten Stadtrat vor, vor allen Dingen solide Finanzen. Die Stadt Burg muss endlich ihren Haushalt in Ordnung bringen, muss die Jahresabschlüsse endlich fertigstellen. Das ist Grundlage für alles. Ja. Des Weiteren ist das Thema natürlich Flüchtlinge, Migration ein Thema. Auch hier müssen wir gucken, wenn die Situation sich weiter verschärft, dass die Stadt Burg einen Aufnahmestopp verhängt. Das ist uns ganz wichtig. Des Weiteren ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Steuern nicht steigen. Wir waren immer dagegen, dass die Gewerbesteuer und die Grundsteuer erhöht wird. Bei der Grundsteuer ist es ganz wichtig, jetzt aufzupassen, dass es am Ende aufkommensneutral bleibt und wir dann auch dafür sorgen müssen, eventuell die Hebesätze dann zu senken, dass der Bürger hier insgesamt nicht mehr zahlt als vorher. Vielleicht zu dir. Gut. Du hast ja nur schon völlig gesagt. Vielleicht noch anfügen, die Leute müssen wieder Lust haben, in der Stadt zu gehen, einkaufen zu gehen, Eis essen zu gehen. Und da müssen wir wieder hin. Wir brauchen eine Geschäftsstraße, die Lust macht auf Flanieren. Das brauchen wir. Und dann vor allen Dingen auch abends, wir brauchen Sicherheit. Die Kinder, der Bürgermeister war wohl mal in der Schule gewesen, der hat mal eine Umfrage gemacht, wer sich denn abends noch sicher fühlt. Und da hat kein einziger Schüler den Arm gehoben. Alle haben Angst gehabt, alleine abends durch die Schartauer Straße zu gehen. Wir brauchen Sicherheit, Sicherheit für die Bürger. Und das andere hattest du ja nun gesagt, ja. Also Burg soll wieder lebenswert werden. Und schön werden, sicher, wo wir uns alle wohlfühlen. Genau, sicher, lebenswert und florierend. Ja,